Im kleinen Rathaus von Salzgitterbad stellte das Komitee für Bürgerfeste das Programm für das diesjährige 42. Altstadtfest vor. Dieses steigt vom 16. bis 18. Juni in der gesamten Altstadt von Salzgitterbad. Auch im Jubiläumsjahr der Salz- und Stahlstadt haben die Veranstalter wieder ein buntes Programm auf die Beine gestellt. Anke Brennecke, Christian Dietzel, Norbert Rotbrust und Carola Griesbach vom Komitee für Bürgerfeste sowie Jens Bogdan vom Fachdienst Kultur informierten im Rahmen einer Pressekonferenz zum Thema. Der erste Vorsitzende Norbert Rotbrust versprach insgesamt 9 Bühnen mit Live-Musik und interessantem Programm. Organisator Christian Dietzel stellte zunächst die traditionellen Auftaktveranstaltungen des Festes vor. So gibt es am Mittwoch, den 14.06., ein Konzert in der St. Marie-Jakobi-Kirche und am Donnerstag, den 5.06., den kulturellen Auftakt mit der SketchUp-Gruppe unter dem Titel Comedy First. Zu den Highlights des Musikprogramms zählt am Freitag auf der Sparkassenbühne die Gruppe Replay mit Top 40 Hits. Am Samstag findet dort die große Beatclub-Nacht statt mit Moderatorin Uschi Nerke. Unter anderem sind The Lords und die Band Middle of the Road zu hören. Auf der Wohnbaubühne am Marktplatz treten am Freitag Me and the Heat auf, die bereits bei Veranstaltungen der Kleinkunstbühne in Salzgitter zu Gast waren. Darüber hinaus gibt es am Samstagabend die italienische Nacht. Ein italienischer Tenor sowie die Band I Dolci Signori werden Urlaubsatmosphäre verbreiten. Am Sonntag dann startet das Programm mit einem Country-Frühschoppen und am Abend sind The Spirit of Smokey an der Reihe. Für die Jugend bietet die Jugendmeile viel Sport und Spaß und nicht zuletzt die Jugendbühne, unter anderem mit dem Finale des Salzig-Band-Contestes. Unter der Regie der Bäder Sport und Freizeit GmbH tritt unter anderem Noah Levy auf, der bekannt ist aus der Sendung The Voice Kids. Und später Ado Kojo mit R&B im Stil der 90er Jahre. Jens Bogdan gab außerdem einen Überblick über die Highlights vom Sonntag, die seitens des Fachdienstes Kultur veranstaltet werden. Unter anderem Blues mit Reverend Rusty um 17 Uhr oder Patricia Von um 19 Uhr. Der Rummel, Kinderflohmarkt, Kaffee im Rosengarten, Graffiti-Aktion und bewährte Stände, auch mit Kaffee, Kuchen, Essen und Getränken, werden an den gewohnten Stellen zu finden sein. Für die Veranstalter geht es nach der Pressekonferenz wieder an die Arbeit. Weitere Informationen zum Fest auf der Internetseite www.komiteebürgerfeste.de.